Hallo und herzlich willkommen bei Easy Training mit Easy und mit Sky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um Urlaub mit Hund an der Ostsee bzw. am Timmendorfer Strand. Doch bevor es losgeht, jetzt noch ganz schnell den Abo-Knopf drücken und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Urlaub an der Ostsee. Das können wir auch zusammen mit unserem vierbeinigen Freund machen. Denn hier an der Ostsee am Timmendorfer Strand gibt es ganz viele Unterkünfte, Ferienwohnungen, wo der Hund erlaubt ist. Wir selbst sind hier in einer Ferienwohnung in direkter Nähe zum Strand in Niendorf an der Ostsee. Wenn ihr Urlaub an der Ostsee macht und zusammen mit eurem Hund an den Strand gehen möchtet, solltet ihr beachten, wann ihr dort Urlaub macht. Vom 1. April bis zum 30. September sind nämlich die Hunde nicht an allen Stränden erlaubt, sondern ihr müsst darauf achten, es gibt ausgewiesene Hundestrände. Nur dort dürft ihr euren Hund mitnehmen. An diesen Hundestränden dürfen Hunde ohne Leine laufen. Sie dürfen sich dort frei bewegen und mit allen anderen Hunden toben. Der Hundestrand in Niendorf ist wenige Minuten vom Niendorfer Hafen und in der Nähe von dem Park in der Acht entfernt. Dann gibt es auch noch in Timmendorf einen Hundestrand. Der ist in der Nähe der Ostseetherme. Ihr könnt aber auch in Sirksdorf zum Hundestrand gehen. Das ist in der Nähe der Steilküste Sirksdorf. Was ich euch wirklich sehr empfehlen kann, ist der Hundeauslauf in Scharbeutz. Es ist ein eingezäuntes Gelände, das ist 18 Hektar groß. Es wird gepflegt von dem Verein Hundeauslauf Scharbeutz. Es gibt zwei Ein- bzw. Ausgänge. In dem Waldgebiet bis zum Hundeauslauf gilt allerdings Anleinpflicht für die Hunde. Dann in dem Hundeauslauf könnt ihr gerne eure Hunde frei laufen lassen. Ihr findet überall in dem Hundeauslauf ein paar Agility-Stationen, um mit eurem Hund etwas zu trainieren und zu spielen. Wenn mal doch etwas passieren sollte, gibt es sogar eine Notfallsäule. Es gibt dort vor Ort sogar eine Trage für Hunde bis zu 100 Kilo und mit nötigem Verbandsmaterial. Der Hundeauslauf ist an jedem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet. Wenn doch einmal mitten in eurem Urlaub ein Notfall passiert und ihr unbedingt zum Tierarzt müsst, ist das in Timmendorf auch gar kein Problem. Hier gibt es direkt am Timmendorfer Strand einen Tierarzt. Die Tiermedizin am Kurpark, der Dr. Thomas Hinz, ist hier vor Ort erreichbar. In der Nähe in Schackendorf gibt es das Trave Dogs Resort. Es ist ein Hundehotel und eine Hundepension. Hier könnt ihr euren Hund zeitweise abgeben. Dieses Resort bietet aber auch Welpengruppen und Junghundegruppen an. Wollt ihr für euren Hund ein neues Geschirr, eine neue Leine oder einfach nochmal fehlendes Futter kaufen, dann findet ihr das in den Futterhäusern. Hier an der Ostsee könnt ihr ganz viel zusammen mit eurem Hund erleben.
Zum Beispiel könnt ihr direkt in Niendorf zum Vogelpark gehen. Der ist 70.000 Quadratmeter groß und beherbergt ungefähr 1.000 Vögel und 250 Arten. Hier dürft ihr euren Hund mitnehmen. Hier gilt allerdings auch wieder Anleinpflicht für euren Hund. Direkt in der unmittelbaren Nähe in Niendorf zum Vogelpark könnt ihr weiter spazieren gehen durch das Naturschutzgebiet bis zum Hermann-Löns-Blick. Ihr könnt dort den 12 Meter hohen Turm hinaufgehen und seht dort vom Turm den Hemmelsdorfer See. Der Hermann-Löns-Blick wurde nach Hermann Löns benannt, der hier sehr oft im Sommer dort war. Wenn ihr etwas ganz Besonderes erleben möchtet, dann macht doch mitten in Lübeck eine kleine Bootstour. Eine Stunde Bootfahren kostet hier 44 Euro. Auch hier ist euer Hund erlaubt. Es gibt zwei Touren in und rund um Lübeck, die ihr euch aussuchen könnt. Eine Tour dauert jeweils eine Stunde. Am Timmendorfer Strand könnt ihr auch Minigolf spielen. Auch hier dürft ihr euren Hund mitnehmen. Ein Erwachsener kostet 6 Euro. Wenn ihr euch ein Fahrrad leihen möchtet, gibt es direkt zwei Anlaufstellen. Entweder macht ihr das bei den Strandgolfern, wo ihr auch Minigolf spielen könnt, oder es gibt direkt in Timmendorf auch noch eine zweite Anlaufstelle an der Strandstraße 37. Möchtet ihr auch mal andere Tiere erleben, dann geht doch nach Krömitz in den Zoo Arche Noah. Denn auch hier dürft ihr wieder euren Hund mitnehmen. Und noch ein letzter Tipp von mir, nehmt immer Bargeld mit, denn sämtliche Aktivitäten wie das Adventure Golf, den Zoo Arche Noah in Krömitz oder den Vogelpark in Niendorf oder auch mal die Eisdiele, die könnt ihr ausschließlich in Bar bezahlen. Euch allen wünschen wir ganz viel Spaß und Erholung am Timmendorfer Strand. Und bis zum nächsten Mal.